Wäre blöd. Das heißt, ich werde demnächst mal noch in die andere Richtung machen, weil ich werde hier mehrere Gänge brauchen. Gut. Mir ist auch gerade eingefallen. So. Ich brauche natürlich auch einen Hin- und einen Rückweg. Ich werde nicht nur einen Hinweg. Allerdings werde ich die nicht da und da machen, sondern ich mache hier immer so mittig eine Schiene. Werde dann gleich parallel noch so einen Gang ansehen. Vielleicht mache ich dann mal so ein paar Glasstreben zu. Was könnte man machen? Könnte man alles machen. Mal gucken, wie weit ich da noch gehe. Mal Karte her. Ah, okay, ich bin ja gerade mal unter den Feldern. Da habe ich noch ein bisschen Platz, das geht ja noch. Ich denke immer nur, ich bin schon ein bisschen weiter, weil ich halt mehr von der Karte sehe. Ja, ist ja klar, dass man ein bisschen mehr von der Karte sieht, aber ihr wisst schon, wie ich das meine. Na, hoffe ich zumindest. Als Essen müsste ich auch gleich mal wieder. Habba, so. Fackeln 1, 2, 3, zack. 1, 2, 3, zack. Ich glaube, ich werde jetzt die Fackeln erstmal nur noch einseitig setzen, weil ich jetzt nicht so viele mit habe. Das ist der einfache Grund so. Kabel ist dann aber schon 2,5 Stacks, naja, immerhin. Wie gesagt, nicht das ergiebigste, aber ist ja eben mal was anderes. Ne? So, 1, 2, 3, so. Passt. Und 1, 2, 3, 4 und Rinder und das da. Und das da muss hier weg. Ist alles voller Kleinstone. Huch. Das war wohl ein bisschen zu viel des Guten. Schaufel. 1, 2, 3, 4. Nein, ah, so. 2, 3, 1, 2, 3. Den Stein haben wir übersehen. Ist auch noch weg, so. Und dann wird das doch alles. Steine hin, ist egal, auch wenn ich jetzt ein bisschen Dienstraum verschwinde. Ich meine, ich hab's ja. Ein bisschen zumindest. So, dann weiter. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Wollte ich hier mal gucken. Huch, so. Wie war dann. Also, wie weit ich denn jetzt gehe? Ich denke mal, bis, ja, bis so kurz unser Fluss war. So eine Art. Huch, die Kohle hinten wollte ich doch gar nicht abbauen. Egal, habe ich jetzt gemacht. Ist jetzt etwas zu spät. Dann schreibe ich mir die Koordinaten auf irgendwo. Ganz gewitzt. Ach man, die Kohle hätte ich auch gar nicht mitnehmen müssen. Und dann werde ich halt den zweiten Gang genauso weit vorantreiben. So, ja, dass hier ein bisschen mehr kaputt geht, war ja zu erwarten. Da man ja schon etwas Erde hat durchblitzen sehen. Ah doch, ich habe noch ein paar Stacks, klingt somit gut, sonst hätte ich eventuell sogar mal mit anderem Material füllen müssen, aber da ich die halt gerade noch so übrig habe. Ich weiß, später werde ich die wieder brauchen, aber ich mache das jetzt trotzdem so. Eigentlich wahrscheinlich sogar nur aus Faulheit. Aber okay. Oh, schieb doch nach. So, nein, doch, da doch nicht. Schiebt ihn genau falsch hin, so. Aber so ist das halt manchmal. So, mal gucken, wie viel Kabelstone haben wir denn schon? Ah, knapp 3,5 Sticks. Es geht immerhin. So.
Gut. TNT ist da, so. Und 2, 3, so. So, ich denke mal, das sollte dann jetzt erstmal reichen. Von der Länge her. So, 1, 2, 3, so. Ich bin jetzt hier bei minus 405. Okay, das kann ich mir merken. Hoffe ich. Dann machen wir den nächsten Gang jetzt mal auch bis minus 405, alles klar. So also in etwa erstmal. Muss ich allgemein noch gucken, wie ich hier dann das ganze Bahnhofsareal auch auskleide. Das weiß ich noch nicht. Mal sehen, da muss bestimmt doch, da muss eine Dreierwand platzen, sieht das blöd aus. Müssen wir gucken, wie ich das sah. Vielleicht habe ich da mit dem Glas dazwischen zu viel versprochen, was auch immer. Ah, da eine Fackel hin, genau so. Dann fängt das hier an. Und dann passt das schon. Genau so. 1, 2, 3, 4 und TNT dahin. Der Stein bleibt natürlich stehen, da wo die Fackeln soll. Das war irgendwie zu erwarten. Aber egal. Ja, ist jetzt natürlich halt letztendlich auch wieder recht stupide Arbeit, aber muss ja auch gemacht werden irgendwann mal. Wahrscheinlich soll dahin so. Oder nicht? Und warum denn nicht gerade jetzt, wenn ich sowieso sonst nicht weiß, was ich tun kann? Ah, ich wüsste bestimmt schon was. Aber wenn ich noch Steine brauche, nachher. Satz und wisst ihr Bescheid, ne? So, ja gut, ein paar Fackeln habe ich anscheinend hier schon verloren. Also Pirates und Fackeln. Aber alle werde ich nicht verlieren. Ich hätte nicht 63 machen müssen, aber auch nicht so schlimm. Ist jetzt nicht so das Ende der Welt. Mal 2012 hier auch schon vorbei ist. Mensch, das war wieder ein Witz. Wollten wir auf den Schenkel klopfen, aber das war mir jetzt zu weit entfernt, als er mit dem Tisch geklopft. So. Sag bloß, hier ist eine Höhle drüber. Gut, jetzt ist nicht ganz alles gefüllt. Vielleicht sind da noch irgendwann mal irgendwelche Viecher da drin. Aber was soll's. So, essen. 1, 2, 3, zack. 1, 2, 3. Oh, im Ernst jetzt? Ich hasse Gravel. Sowas von dermaßen. Das wird jetzt ein schönes Loch, schätze ich. Oder so. Na gut, geht noch, ne? Nach oben hin natürlich etwas weg, aber. Huch. Aber egal, so. Nur der scheiß Gravel, der muss weg. Ich mag Gravel einfach nicht. Der ist einfach so nervig, ne? Aber okay. Puh. So. Na, jetzt habe ich das falsch gemacht. Jetzt zieht auch nicht mal die Steine nach oder auch Zeit. Blödi. So. Ja, gut, passt. Und Fackel jetzt und so passt das. Oh. Mann. Huch. Und so weiter und so fort. Also. Den hätte er ruhig gleich aus der Wand springen können, den wollte er sowieso nicht.
Apropos, ich glaube, ich sollte sowieso mal ein bisschen Taschen entrümpeln. Ist gerade so nicht brauch. Das weg. Das weg. Und das weg. So. Den Rest kann man ja bestimmt auch irgendwie so ein ganz kleines bisschen. Oh, noch mehr Bleibe. Scheiße, ey. Tut mir leid für diese Ausdrucksweise, aber. Gravel, so. Und so, ne? Ihr versteht mich doch. 1, 2, 3, zack. Pum, kaputt. Sehr schön. Oh, meine Stimme wird schon lange wieder etwas belegt, merke ich. Das heißt, ich trinke mal kurz ein Schlückchen. Ich entreiste mich etwas zu trinken. Ah, das ist gut getan. Gut. 1, 2, 3, zack. Da, ja, da. War richtig. Und jetzt geht's auch schon fröhlich weiter. Munter. Jetzt werfe ich nochmal kurz. Das da weg. Das da weg. Wo ich den Flint bestimmt irgendwann mal bräuchte für Pfeile. Außer wenn ich mir vielleicht, auch wenn ich es schaffe, auf meinen Bogen Infinity drauf zu kriegen, wäre natürlich ganz praktisch. Sachte Zeit, Zeit sagt okay. Sachte Zeit, die Zeit sagt immer okay. Und wenn ich es angucke, sagt es mir okay, eindeutig. Das wird sein 1, 2, 3, zack. 1, 2, 3, zack. 1, 2, 3, 4. Der. So. Kaputt. 1, 2, 3, 4. Dahin. So. So. Passt das aber. Natürlich das jetzt wieder voll mega langweilig, weil ich wie üblich gerade auch kein Thema zum Erzählen habe. Ja, ich habe ja am Anfang, ich habe mir neulich gleich mal meine erste Folge oder so nochmal angeguckt, warum auch immer, zumindest so ein bisschen. Und da ich ja gesagt, dass ich auch über Themen und sowas reden will, will ich ja eigentlich auch, aber mir fällt immer so nichts ein, so, ne? Ich bin immer zu faul, mir was zurechtzulegen. Traurig aber wahr. So, ist das eben leider. Mit mir. Huch. 1, 2, 3, zack. 1, 2, 3, zack. So, ja, so. Meine Kohle-Level, so. Und jetzt bei 344, gut. 2, 3 Stückchen gehen wir also noch voran. Huch. Da macht's bumm. Ach ja, das, muss ich gerade denken bei dem Bumm eigentlich an. Dann macht's Puff und alle Kühe fallen um und alle Häuser. Falls ihr das kennt, das ist, oder falls ihr es nicht kennt, das ist von Loriot. Familie Hoppenstedt feiert Weihnachten. Und ich weiß nicht, ob ich Loriot sowas sagt. Der macht immer so Sketch und sowas, also hauptsächlich. Gibt natürlich auch ein paar Filme von dem und ich ist halt Komiker, würde ich den bezeichnen. Beziehungsweise er war jetzt ja vor 2-3 Jahren gestorben, glaube ich, weiß nicht so genau. Und das gucken wir eigentlich zu Hause eigentlich immer zu Weihnachten. Familie Hoppenstedt feiert Weihnachten. Ist einfach. Also ich finde es auf jeden Fall lustig. Alter Scheiße, ist hier viel Gravel. So ein Kack. Falls ihr es nicht kennt, könnt ihr einfach mal googeln oder so, gibt es bei YouTube Videos. Ist ganz amüsant, finde ich zumindest. Muss mir gerade so dran denken, weil da geht der Opa halt in so ein Geschäft und will für sein Enkelkind ein Spielzeug oder irgendwas zu Weihnachten halt kaufen. Dann weiß er allerdings erstmal nicht, ob sein Enkelkind Junge oder Mädchen ist und kauft dann ein Universalspielzeug. Also gibt es auch erst noch eine lustige Diskussion mit der Verkäuferin und so wegen des Geschlechts. Kommt dann so ein Universalspielzeug halt. Ein Atomkraftwerk, wo halt wirklich so Plutoniumstäbe und alles mit drin sind. Und da sagt die Verkäuferin halt, ja, wenn sie was falsch machen, dann macht es Puff und alle Kühe fallen um. Und